Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und herzlich willkommen zu einem Weihnachtsspecial. Heute geht es um die Gänsebratenspitze. Was ist das? Was steckt dahinter? Gibt es das heutzutage überhaupt noch? Also der Begriff Gänsebratenspitze war vor allem so im auslaufenden letzten Jahrhundert ein wichtiger Begriff, so die 70er Jahre, 80er Jahre, danach immer weniger und heutzutage ist auch weitestgehend in die Vergessenheit geraten. Aber was steckt denn hinter der Gänsebratenspitze? Also, es war ja in der Vergangenheit richtig üblich, dass man einen Herd über Gas betrieben hat. Der Gasherd ist damals ganz normal gewesen, heute etwas seltener. Meistens heizt man aktuell tatsächlich mit Strom. Aber was war denn, wenn die Herde klassischerweise, die Öfen klassischerweise mit Gas betrieben wurden und man zu Weihnachten mittags schön zusammensitzen möchte und den Gänsebraten, und zwar überall gleichzeitig, braten möchte, gleichzeitig in den Herd stecken möchte, gleichzeitig praktisch den Verbrauch, den Gasverbrauch im Herd richtig hochdreht. Und zwar überall in Deutschland, weil das ja traditionell am 25. mittags passiert. Also hatten wir in den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts dieses Phänomen, dass am ersten Weihnachtsfeiertag mittags überall der Gasverbrauch richtig hochschnellt und dementsprechend plötzlich dieser Gasverbrauch also unkonventionell sehr weit nach oben geht, dementsprechend die Versorgung der ganzen Endkunden natürlich sichergestellt werden muss, also überall genügend Gas zur Verfügung sein muss, dass das entsprechend auch möglich gemacht werden kann, dann fängt das praktisch so um 10 Uhr des ersten Weihnachtsfeiertages so richtig an, der Gasverbrauch steigt, so zwischen 12 und 13 Uhr ist die absolute Spitze erreicht gewesen und dann kam das eigentliche Problem. Dann ist nämlich der Gasherd plötzlich ausgestellt worden. Und zwar auch überall fast gleichzeitig, weil die Leute ja überall so spätestens 13 Uhr am Mittagstisch sitzen möchten. Also war abrupt von jetzt auf sofort der Gasverbrauch minimalisiert, worauf natürlich auch die Infrastruktur im letzten Jahrhundert auch nicht ausgelegt war. Also musste man die Kapazitäten ja noch irgendwo hinleiten können und entsprechende Speichermöglichkeiten waren dann dementsprechend auch notwendig für das ganze Gas, was ja immer noch angefordert war und was dann plötzlich nicht mehr beim Endkunden verbraucht wurde. Also war das in der Vergangenheit ein absolutes Thema, eine absolute Organisations- und Koordinationsmeisterleistung von den ganzen Kraftwerkern und Energiewirtschaftlern und Gaswirtschaftlern des letzten Jahrhunderts. Hoffentlich schauen ja auch ein paar altgediente Energiewirtschaftler diesen YouTube-Kanal. Und wenn ihr irgendwelche Anekdoten zu dieser Gänsebratenspitze habt, dann schreibt es mal ruhig unten in die Kommentare. Ich finde das super spannend. Heutzutage ist es ja so, dass die meisten eben nicht mehr diesen Gasherd haben, dementsprechend diese Spitze in dieser Form nicht mehr kommt. Heutzutage haben wir auch natürlich trotzdem eine gewisse Verbrauchsspitze, nämlich Stromverbrauchsspitze. An Weihnachten ist es wohl so, dass bis zu 25% mehr Stromverbrauch rund um Weihnachten stattfindet an den einzelnen Tagen, also im Vergleich zum restlichen Winter. Das heißt, die Leute sitzen halt alle irgendwie doch vorm laufenden Fernseher und schauen sich irgendwie die Weihnachtsmärchen an oder irgendwelche Weihnachtsmusik läuft im Hintergrund und der Elektroherd lässt eben dann doch den Gänsebraten mal ordentlich durchrösten und so weiter und so fort. Natürlich der Weihnachtsbaum leuchtet, die ganze Weihnachtsbeleuchtung leuchtet, also der Stromverbrauch geht ordentlich hoch und da sind wir so um die 25%, aber eben nicht mehr diese klare Spitze rund um die Mittagszeit am ersten Weihnachtsfeiertag, sondern ganz allgemein an den speziellen Weihnachtstagen. Da ist mal ordentlich Stromverbrauch. Das ist also die Gänsebratenspitze gewesen, der hohe Gasverbrauch rund um so 12 bis 13 Uhr am ersten Weihnachtsfeiertag, weil die Gasherde ordentlich hochgedreht wurden. Heutzutage ist das kein Thema mehr. Aber man findet immer noch so ein paar Beiträge dazu im Internet und vor allem die guten Anekdoten von den altgedienten Energiewirtschaftlern. Habt ihr Fragen dazu oder Anekdoten, schreibt die bitte, wie gesagt, unten in die Kommentare. Ansonsten liked das Video und abonniert den Kanal. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.